Michael Mairos, den habe ich kennengelernt durch Frau Dr. Groß, die mir bekannt gemacht hat. Ich kannte ihn vorher nicht und ich war, wie ich die Bilder sah, dann sehr begeistert von diesem leider sehr früh verstorbenen Künstler, der doch einen großen Einfluss auf die moderne Kulturszene und Kunstszene hat. Ja, und über diesen Kontakt zu Frau Dr. Groß war das dann eigentlich relativ schnell klar, dass wir dieses Projekt, diese Einzelausstellung unterstützen. Das ist ja das Spannende auch für uns, immer wieder, wenn man mit Künstlern zu tun hat, dass die einen ganz anderen Blick auf die Gesellschaft, auf die Welt haben, als wir mit unseren Zahlen. Wir haben in vielen Bereichen Zahlen, mit denen wir uns beschäftigen. Natürlich stecken dahinter auch Menschen. Aber im Wesentlichen geht es uns eben darum, unsere Bilanzen zu erstellen, unsere Zahlen darzustellen und zu rechnen. Und ich würde den Blick, den wir so haben, den sagen wir eben als etwas eingeschränkt sehen. Wir haben so einen Künstler. Die Welt und das, was so im Moment aktuell sich bewegt, doch aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Viele Dinge auffallen, dem fallen viele Dinge auf, die wir vielleicht übersehen. Und deshalb ist es schon eine große Bereicherung, dann auch solche Menschen wirklich auch kennenzulernen und sich mit ihnen zu beschäftigen. Das ist die erste Zusammenarbeit, da haben Sie recht, mit dem Kunstmuseum, aber wir sind im Moment im Gespräch. Und ich bin überzeugt, dass wir auch zukünftig Kooperationen haben werden mit dem Kunstmuseum. Es sind auch schon ein paar konkrete Dinge so im Rohr, sagt man so schön. Ja. Aber ich bin da guten Mutes, denn die Auftaktveranstaltung jetzt mit Michel Mairos ist eigentlich so ein Beginn. Und wir sind immer daran interessiert, dann auch Kooperationen und Partnerschaften über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und eine gewisse Nachhaltigkeit auch dahinter zu sehen. Weil die Einrichtungen, die wir unterstützen, denen ist nicht damit getan, wenn man einmal so ein Feuerwerk abbrennt, ja, und dann ist nichts mehr, sondern für die ist es auch ganz wichtig, dass sie eben auch über mehrere Jahre planen können und eine gewisse Sicherheit bekommen. Und die wollen wir eigentlich, wenn wir sowas machen, in der Regel auch geben. Ich denke, wir haben als Unternehmen, als Bank speziell noch eine ganz andere Verantwortung, nicht nur unsere Bevölkerung mit Krediten zu versorgen, sondern eben auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und das tun wir, indem wir uns eben sozial und auch im kulturellen Bereich, auch für die Kunst, seit vielen Jahren schon engagieren, weil wir glauben, dass das auch ein wichtiges Signal ist, auch in die Gesellschaft hinein, dass man von seinem Erfolg, den man hat als Unternehmen, als Bank, eben auch was zurückspiegelt an die Bevölkerung, an die Kunden, aber auch an die Bevölkerung in unserem Geschäftsbereich, also in Baden-Württemberg. Da geht es natürlich von der klassischen Musik über den Jazz, über Ballett. Wir unterstützen die Stiftung von der Birgit Keil, also die Ballettstiftung. Wir unterstützen die hiesige Musikhochschule in Stuttgart, aber auch die Hochschule für Musik in Karlsruhe in großem Maße. Fördern da vor allen Dingen eben junge Menschen. Da stehen Jugendliche, zum Teil auch Kinder im Fokus. Wir haben eine Jazzreihe, die wir unterstützen, einen eigenen Jazzpreis, den wir haben. Also wir sind da sehr vielseitig unterwegs und machen eben auch 3 bis 4 Ausstellungen im Jahr in unseren eigenen Räumen, also in der Bank selber, in Karlsruhe, in Stuttgart. Und dann eben jetzt die Unterstützung hier. Und ich freue mich schon sehr drauf.